Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich an dieser Stelle öffentlich. Wir werden ein bisschen was töten. Vorzugsweise andere Spieler. Plebs, wie ich sie nenne. Denn sie haben keinen Skill. Denn ich bin ja da. Euer Ustra. Der euch morgen übrigens Skill beweisen wird bei Dark Souls. Ich darf ja mal ein bisschen Werbung machen. Ich habe gehört, Heika ist nach 3 Stunden Dark Souls kurz vor den Credits. Das ist ziemlich krass. Und ist nicht einmal gestorben. Nach eigenen Aussagen. Ich durfte nicht gucken. Wir sind in einer Challenge. Ich darf nicht. Aber ich werde mein ähnlich Bestes geben. Und deswegen spiele ich jetzt dieses Spiel, was mich definitiv nicht an meine Frustgrenze bringt, damit ich morgen keine habe. Liebe andere Spieler. Ich habe niemanden. Ihr habt mit euren Entscheidungen unschuldige kleine Popo-Schmiermädchen kaputt gemacht. Ich sage euch das, wie es ist. Ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ihr habt die Entscheidungen getroffen, ihr müsst damit leben. Ich habe das nur ausgeführt. Ich war nur euer Werkzeug. Okay? Ihr habt mich nur benutzt für eure Unterhaltung. Ich habe damit nichts zu tun gehabt mit euren Entscheidungen. Ich sag's, wie es ist. Was hat das denn? Hey, es droppen wieder Sachen. Schön. Ich habe einen Mage gehört. Da unten geht ja richtig die Post ab, wa? What? Gib mir das. Ich dachte, ich bin schlechter geworden. Es hat 3 Leute abgeknallt. Yeah! Hör ich gerne. Ich bin gut in solchen Spielen. Ich gebe das zwar nicht gerne zu, aber stimmen tut das schon teilweise. Gut, meins. Die Schmiede ist aber in use. Aber hier war noch keiner. Zumindest nicht an allen Truhen. Hier drin auch nicht. What? What? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh doch! Tränke kann ich noch. Gib mir das. Gib mir das! Yay! Auch endlich mal, ich dachte schon, ich kriege keine Fähigkeiten mehr. Oh, ist er fertig mit Schmieden? Da wird er hier langkommen. Er ist fertig mit Schmieden. Shit. Und weiß nie, was er geschmiedet hat, wa?
Erstmal locker, calm und collective bleiben. Gucken, was wir von außen erledigen können. Ich weiß, ich habe ein bisschen wenig Leben. Ein bisschen weniger Leben. Ist mir egal. Waffen sind nachgeladen, okay. The fog sets in. Gucken, was passiert, wa? Ist das dein Ernst? Du willst schmieden gleichzeitig. Er hat sich geschafft hier hoch. Ja! Jata! Drei Leute töten, 16. Platz werden und dann gegen so einen Schmock verlieren. Nur weiße Waffen gehabt übrigens, wow. Ich bin Goldrang 1. Zu klatschig. Ich wollte es nur mal feststellen, weil ihr nicht wisst, was es ist. Das ist Klatschen. Ja. Alle Spiele macht schon Bock, das muss ich aber sagen. Das ist halt viel stressfreier als irgendwie so ein Fortnite oder so. Alle spielen sehr hölzern, sehr also geschickt, aber langsam und ruhig. Und es gibt kein Rumgehopse und keine Ahnung. Also gibt's auch, aber viel weniger. Und obwohl sowohl Nah- als auch Fernkampf macht richtig Bock. Also es ist jetzt nicht so, als ob das alles scheiße wäre. Ich mag das sehr gerne, echt wirklich. Also es ist ein tolles Game. Das sage ich einfach so ohne Sponsoring, Hi-Res Studios. Call me. Ich meine, ihr habt ja Wusel in Smite gebaut. Ihr könnt ruhig mal was für mich tun. Das sah gesund aus. 8 Sekunden. Ich habe mich echt überrascht gefühlt, dass ich so gut dran kam. An die Runden. Ich freue mich auf morgen. Boah, Dark Souls. Endlich. Ich habe das schon so lange hier. Ich meine, ich spiele ja nicht die super neue HD-Version. Vielleicht fangen wir auch nochmal neu an. Tatsächlich. Wenn ihr sagt, oh, Augenkrebs von der alten, guten Prepare to Die Edition. Oh, dann werde ich wohl die andere Version doch ziehen müssen.
Das heißt ziehen, kaufen, aber borgen und besorgen. Aber mich stört das echt gesagt gar nicht. Also ich hätte vorhin noch mal kurz angemacht, aus Gründen, die da ist. Ich wollte gucken, ob nach der Installation das Spiel vernünftig angeht. Diese Gründe. Scheiße. Oh nein! Pleb Heaven. Wir haben es beide nicht hingekriegt. Dumm. What? What? Mit was hat er mich getroffen? Hä, ich hatte vor... Hatte ich nicht viel Leben? Hatte ich kein Leben mehr? Okay. Anscheinend nicht. Weil ich hatte ja sogar noch Schild, als ich mein Schild regeneriert habe. Der Dark Souls Run ist komplett offline. Ja, also, ich weiß nicht, ob du vorhin bei Heike da warst für die Regeln. Wir holen keine Hilfe von außen. Heißt also, wir machen kein Summoning oder sonst irgendwas, weil es ist komplett offline, genau. Und andere Dinge. Darüber reden wir morgen direkt. Aber auf jeden Fall offline, ja. Wir werden uns keine Hilfe holen aus dem Grund, weil es uns keine Challenge ist, wenn ich irgendwo irgendeinen Typen beschwöre, der einfach den Boss tötet. Dann brauche ich sowas nicht. Heika! Geh bloß pendo. Schlaf gut. Erhol dich gut von deinen Wunden, die du eventuell hast. Oder auch nicht. Keine Ahnung. 3 Stunden. Heika ist bestimmt noch im Tutorial. Das sage ich ihm jetzt einfach nach, während er ins Bett geht. Credits. 3 Stunden Charakterkreationsboss. Mein Dark Souls Charakter muss schön sein. Auf geht's. Ab morgen ist bestimmt auch das, also ich denke mal, ich schätze ab morgen, ich habe das mich gestern Abend schon eingebaut, ab morgen wird auch das neue Grabheil dann zur Verfügung sein. War gar nicht anstrengend, 3 Stunden, easy. It's going, sagt er, it's going. Sehr gut. Das Grabheil müsste morgen auch dann zur Verfügung stehen als Emote. Das ist mir ganz wichtig. Andere Sachen, ach ja, andere also Soundbefehle und allen Quatsch kommt noch morgen dazu. Donation, Emotes, Gifts, keine Ahnung, also Gifts, Emotion, Zeug und allen Quatsch wird es morgen alles geben. Ich freue mich tierisch drauf. Ist da einer reingekommen? Okay, der hat auch so eine Quatschwaffe, okay. Ah! Von wo werde ich jetzt genau angeschossen? Das ist Huhn abgehauen, habt ihr gesehen? Ich höre einen Mage. Da hätten wir immer noch gekloppt, what?
Entschuldigung? Können wir nicht alle um mich rumkämpfen? Wahnsinnig voll. Aua. Like a very pleb time. Gib mir deinen Loot! Ich will zu drauf gehen. What? Ach ja, jetzt ist der Typ, den ich weggeblasen hab, von der wieder hingekommen. Ey, ja, das war eine gute Stelle zum Spawn übrigens. Ich hab sehr viel Spaß gehabt mit meiner Scheißknarre und mit der anderen Scheißknarre. Sehr gut. Diese 80 Damage-Wumsel macht gar nichts. 80 mal was? 1200? Viel. Viel. 10 Schuss und erst 800 Damage. Das ist nix. Ich muss mit so vielen Schüssen treffen. Was ist das für eine Knarre? Wer hat sich sowas ausgedacht? Vor allem, wenn noch irgendjemand Schild findet. Könnt ihr nicht wenigstens 100 Schaden machen? Das wäre auch besser. Vielleicht. Dann brauche ich wenigstens 12 Schuss, anstatt 1 Million Schuss plus Rüstung. Und ich vergesse immer, dass man auf den Kopf tatsächlich zielen kann und dass Headshots tatsächlich mehr Damage machen. Also wie bei so Zahlen. Zahlen und Headshots machen irgendwie keinen Sinn, deswegen ziele ich nie auf den Kopf. Aber es ist dann ähnlich wie bei... Sag es, Ustra. Sag das Spiel. Sag es. Borderlands. Dankeschön. Ähnlich wie bei Borderlands, wo es ja auch Crits gibt auf Headshot und das einfach nur mehr größere Zahlen macht. Und größer ist gut. Wie bei anderen Dingen im Leben. Größer ist gut. Lasst euch nichts erzählen, dass es um die Technik geht. Größer ist gut. So werde ich übrigens auch Dark Souls spielen. Größer ist gut. Große Keule auf Kopf ist gut. Ist gut. Und so werde ich auch. So spiele ich auch das Spiel. Ich muss nur die größere Knarre haben, dann gewinne ich automatisch. Ich muss hier etwas finden. Das dauert dann 10 Runden. Ich hoffe, Rim Royale ist für euch okay. Ich spiele das ganz gerne, ist halt entspannt. Wir gehen wieder dahin. Das ist heute mein Spot. Die Brücke bei Lumberfall. Wenn ihr mich sucht, ich bin dort. Kommt doch! Eine Klinge. Oh, Loot! Eins! Noch eine Klinge! Wahnsinnig gut, Dual Wield. GG! Wuhu! Warum erst mich? Töte den Plepp!
ist in jeder Situation. Ich bin einfach ein verfluchtes Kind. Ich kämpfe gegen einen zweiten, wenn ein Dritter dazukommt, werde ich immer angeschossen. Ich werde immer angeschossen. In einer 1 gegen 1 Situation, wenn ein Dritter in diese 1 gegen 1 Konfrontation kommt, bin ich nie der, der verschont wird. Ich bin immer der, auf den geschossen wird. Jedes Mal. Selbst als Huhn. Jedes Mal. Oh. Ja, die sehen aber meinen Goldrang nicht. Woher sollen die das wissen? Niemand weiß das. Da stehen halt zwei Hühner rum. Wow. Hammer, ey. Hammer. Ernsthaft. Kein Spaß, so. Das ist ein verfluchtes Kind. Ich könnte in jeder Situation, es können 50 gegen 50 kämpfen. Ich betrete die Arena, die drehen sich alle um und schießen auf mich. Die drehen sich um und schießen alle auf mich. Die hören auf zu kämpfen, trinken auf einmal und haken sich ein und schießen alle auf mich. Alle. Und dann kämpfen die wieder gegeneinander. Aber erstmal muss Ostra weg. Das ist ganz wichtig. Damit bin ich nicht schnell salty. Das ist aber auch nur bei solchen Spielen so, das muss ich auch zugeben. Das ist meine Gegend. Ich habe gesagt, ich springe da nochmal ab. Also wenn ihr mich jetzt streamsnipen wollt, jetzt die beste Gelegenheit. Streamsnipen jetzt. Go. Streamsnipen, go. Der will mich streamsnipen, der Bastard. Seht das. Ist er daneben gejumpt? Ist das eine AK? Dem Felsen durch. Das hat mich aus der... Warum konnte ich da nicht drüber springen? Ich wollte eigentlich doch gar nicht schießen. Ich wollte eigentlich mit dem... Aber die Waffe ist übrigens gut. Das ist ein ganz normaler AK. Ich wollte mit dem Schwert zuhauen. Ich war gar nicht... Ich dachte so, what? So viel zum Streamsnipen. Jetzt sind die alle da, ey. Oh, ihr Plebs. Keine Eier. Die alle kommen. Da kommt doch alle. Ist nicht so schlimm. Ich warte nur auf euch. Ich warte auf euch auf meine Lieblingsbrücke. Dann mach ich das platt. Episches Schwert, One-Hit. Nee. Macht nur 700 Schaden. Das ist zwei Hits auf jeden Fall. Der war angehittet. Der ist ja aus dem Kampf weggelaufen. Von dem Magier, der mich ja dann angegriffen hat. Und anstatt sofort den Magier anzugreifen, was ich vorhatte, bin ich um die Ecke gelaufen und dachte, ja, hoho, jetzt habe ich kurz Zeit und kann mich mental vorbereiten auf den Kampf gegen den Mage. Und hat mir an den Rücken geschossen. Und dann den Rest habt ihr von da an gesehen. Runterlaufen, irgendwie heilen und dann... Das war okay, denke ich. Aber dann, anstatt unten zu bleiben in der Heilung und einfach links, rechts zu gucken, wo die Gegner herkommen, habe ich mich direkt wieder auf den Mage gestürzt, weil ich richtig clever bin. Und weil ich... Deswegen. So, weil ich richtig clever bin. Punkt. Das lasse ich einfach so stehen. Das ist ein Statement. Ja. Und von da an kennt ihr die Geschichte. Von da an war alles nicht besser. Schade. In der trockenen Theorie, was Taktik und so Stehen und so betrifft und so Deckungsshooter-mäßig, ist das alles nicht so problematisch und ist alles okay, sobald ich 5 Sekunden Zeit habe. Aber ich selber stress mich so krass, dass ich denke, dass ich keine 5 Sekunden Zeit habe, obwohl 10 Sekunden vorbei sind. Also, es liegt ein bisschen an mir, glaube ich. Irgendwo am Rande dieser Erklärung könnte es auch an mir gelegen haben. Sonst sind alle anderen schuld. Lag, Stream-Sniping, irgendwelche anderen Gründe, die mir jetzt gerade nicht einfallen, die trotzdem dazu beitragen, dass ich schlecht bin wegen anderen. So, nämlich. So wie letztes Mal. Was habe ich da gespielt? Fortnite. Ich bin einfach Fortnite abgesprungen alleine beim Squad und ich habe die Leute reportet, dass die als Team spielen. Das war richtig clever. So bin ich nun mal.
Wow, ich treffe nix. Nice. Was habe ich gerade gesagt? Alle kämpfen gegeneinander, alle suchen mich. Hört bitte auf damit, kommt Leute. Kämpft doch bitte gegeneinander. Ihr Plebs. Die kämpfen gegeneinander, er läuft weg, um gegen... Ja, gib mir deinen Twitch-Namen. Sehr schön. Beste Werbung. Er läuft weg, um mich zu erledigen. Anstatt gegen die anderen zu kämpfen, sind die so ungefährlich. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Er wird von drei Leuten angeschossen und er kommt hoch, anstatt sich irgendwo aus irgendeiner Richtung zu wehren. Ich muss auch anfangen, so zu spielen. Ich verstehe das nicht. Irgendwo dazwischen. Das ist krass, das ist Killgeilheit oder so, ja, oder nicht? Ey, wenn ich von drei angeschossen werde, dann denke ich nicht so, da vorne ist einer gedownt, jetzt mach ich den kaputt. Sondern ich denke, oh ja, ich muss irgendwie meinen Arsch retten oder zurückschießen. Weil die auch schießen. Und das ist höflich, wenn man angeschossen wird und man schießt zurück. Ja, das kennen wir schon. Aus beliebten Reden wird ab bestimmten Uhrzeiten mal zurückgeschossen. Das ist einfach nur die Höflichkeit. Versteht ihr, was ich meine? Das macht man nicht. Man sagt sich, oh, wir wurden angeschossen und dann sind wir weggelaufen und haben was anderes gemacht und so. Und dann denkt sich der Feind so, was? Aber ich hab dich jetzt angeschossen. Du musst zurückschießen. Der Codex. Ja, irgendwie. Lumber Fallout ist übrigens. Alle Streams, ne? Alles. Das Game macht so Bock, ey, ohne Scheiß. Das ist so witzig. Übrigens kein Gamesound. Vielleicht ist jetzt besser. Das ist auch das andere. Ich könnte einfach aufhören zu quatschen und einfach mehr konzentrieren, aber ich weiß nicht, ob ihr das wollt. Ihr seid es gewohnt, dass ich viel rede. Deswegen versuche ich den Pegel an Wörtern, an Worten pro Minute zu halten. Was auch immer das bedeutet. Okay, vielleicht spawnt nicht noch einer im Gesicht. Yay, ich habe wieder diese AK, die ist cool. Wow, drei gute Hits. Oder zwei Hits, oder wie auch immer. Ich kann nicht zählen, aber irgendwie so. Ich habe gut getroffen. Irgendwie oft. Ja, jetzt macht die Knarre auch Spaß. Zu viel im Mund, ja, das stimmt. Das ist aber wirklich so. Die Konzentration leidet so krass und am Quatschen. Yay, ich bin nicht sofort draufgegangen. Das kann ich ja noch nachholen. Like a virgin. Das musste raus. Dach.
tatsächlich die 4. Okay. Es hat sich auf jeden Fall was bekriegt hier vorne. Hinter mir ist die Kiste, da gehe ich nicht hin. Ich zumindest nicht. Es hat noch keiner die Schmiede angefasst, zumindest jetzt nicht, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe ja schon mal einen erledigt, das ist ja schon mal viel wert. Ich weiß, wo er ist und ich mach's dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Dumm, 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 dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Ich kenne seine Position. Warum mache ich so einen Aufriss? Warum pushe ich so? Ich weiß warum. Weil ich mitten im freien Feld stand. Und ich nicht nach hinten decken konnte. Deswegen wollte ich hinter den Gegner kommen oder seitlich vom Gegner, damit ich selber nicht der Fokus bin, wenn die Leute in den Kreis reinrücken. Weil es unüblich ist, dass die Leute an die Außenbereiche des Kreises kommen. Von innen. Das war der Plan. Das war der Plan. Ein dummer Plan. Ich meine, er hat mit seiner Attacke nicht getroffen, mit dem Charge. Ich hätte ihn direkt auseinandernehmen können von da aus. Und er stand genau in meinem Gesicht. Ich hätte nur die Taste halten müssen und wollte nicht. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte ihn verschonen. Ich weiß nicht genau, was ich wollte, aber offensichtlich wollte ich die Runde nicht gewinnen. Ruhiger bleiben bei solchen Situationen. Ist doch scheißegal, was er macht. Ich weiß doch, wo er ist. Damn it. Der Ingi ist so leicht zu spielen, das ist so easy, du kannst dich heilen, Feuerball, dies, das, keine Ahnung, Brandbombe, Schild, hochfliegen, weit springen, nicht so weit springen, do a barrel roll, Geschütztürme, du hast den ganzen Scheiß, das ist alles, du bist zwei Charaktere oder drei Charaktere in einem, weil du dir mit allem helfen kannst und dann sowas. Na gut. Wupp. Schade. Ich hoffe, es ist trotzdem okay zuzugucken. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie konzentriert ich mal sein darf. Ich versuche mal gleich eine Tryhard-Runde, das wird aber nicht diese hier sein, offensichtlich. Shit. Abdrehen! Beidrehen! Ich verstehe nicht, warum er immer auf die zweite Waffe wechselt, das nervt mich total. Schnipp, schnipp, schnipp.
Hau. Ich höre Dinge, aber ich kann nicht. Aber I can't believe, ich sehe nichts. Ich habe ja keinen richtigen Rage. Das ist halt, ich versuche mich selber zu erklären, warum ich so blöd bin. Ich versuche mir selber beizubringen und selber zu sagen, warum ich so. Was ich zu lernen habe. Dass hier oben einer lauert. Das ist auch Shooter, ist mir einfach viel zu selten was. Ich spiele zu wenig. Spiel zu wenig davon. Die Erfahrung ist einfach wenig. Ja, 30 Spieler noch, yay! Ich war dabei! Was war das? Habt ihr das gesehen? Fehler in der Makel? Fehler in der Matrix? Was war das? Schmiede. Was hab ich? Hä? 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 Get good. Aus dem Felsen herausgeschossen, easy. Im Flug geschossen. Easy. Jeder Schuss, Headshot, easy. GZ, well played. Dass ich in seine Richtung geschossen habe, ist ja schon ein Erfolg. Wow. Wow. Volltreffer. Keine Ahnung. Was soll ich machen? Mein Kopf zieht Kugeln einfach an manchmal. Krass. Zwei Schuss. Einfach so. Bum, bum. Ja, ist definitiv der Jobu. Super viel der Jobu. Hammer. Ich weiß nicht, ich weiß echt manchmal nicht, ob das Skill ist. Ich meine, wenn du
Du hast gesehen, wenn ihr portet oder wenn ihr diesen Flug macht, den ich auch mache mit dem Ingenieur, ey, dass du irgendwas irgendwie triffst mit so einer Streuung von der Waffe auf Kopftreffer. GZ, warum veränderst du nicht die Welt? Ernsthaft, das ist so krass, Mann. Ich meine, guckt euch Ninja an zum Beispiel. Wie krass er einfach irgendwelche Games zocken kann. Er verändert die Welt, seine eigene, aber ist ja auch real. Da wollte ich jetzt keinen Shit drauf geben. Mega guter Spieler und der ganze. Aber auch er verliert einfach und er ist auch ein normaler Typ an vielen Stellen. Und da ist man. Hier ist es manchmal so, ja, der ist immer 100% Headshot Rate, egal. Er kann fliegen dabei und er kann auch. Ist egal, was er macht. Er ist hinter dem Stein, er trifft dich trotzdem so. Völlig egal. Völlig egal. Always wins. Das ist genau wie Cheater, kann ich nicht verstehen bei solchen Spielen. Letztes Mal ein Video gesehen auf YouTube. Hat einer das aufgenommen, wie er einen Cheater beobachtet hat. Dann weiß ich nicht, ob er selber gecheatet hat, keine Ahnung. Süße Lebensbalken und Waffen der Gegner über die ganze Karte. Kein Ding. Deine Kugel, wenn du in die Richtung guckst, dann highlightet der Spieler auf und dann triffst du den auf jeden Fall, egal wo der steht, easy going, kann man mal so machen. Ne? Oh, wow, 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 wow. Ich wollte schon sagen, ich habe mich nicht getroffen. Aber es ruckelt krass am Anfang. Guck dich das an. Hast du gesehen? Hör bitte auf zu laggen, bitte. Komm schon. Beides gute Sachen. Überblick verschaffen. Ist der mir vorbeigelatscht jetzt oder was? Was macht der denn, der Krieger? Warum kann ich nicht mehr schießen, wenn er das macht? Okay, merkwürdig. Wieder unbesiegbar. Hatte alles, Tränke. Wie oft habe ich ihn getroffen? Genug, sagt man auch. Ich kriege nichts mehr tot, ich habe keinen Bock mehr. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich habe 100, 200, 300, 400 plus ungefähr 4 Ticks Feuer sind auch nochmal 200 Schaden. Plus die Ticks gerade. Ich schätze so 1400 Schaden, 1400, 1600 Schaden gemacht ungefähr. Und der rennt immer noch auf dich zu und ist immer noch in deinem Gesicht. Wie krass das einfach ist. Ich heile mich hoch und er ist trotzdem immer noch in meinem Gesicht. Und ich habe ihn, ich weiß nicht, ich habe ihn eigentlich nicht heilen hören. Aber das täuscht natürlich auch wahrscheinlich.
Ist ihm völlig egal. Blöd. Echt? Scheiße. Ich wollte eigentlich nicht den Stream heute früher beenden, aber... Ja! Hate! Rache! Gelüste! Der Tod! Durch meine Adern! Ja. Try hard! Genau jetzt. Ich gehe wieder da runter. Das ist eine gute Stelle. Ich muss irgendwas üben, also warum sollen wir nicht da anfangen? Normalerweise könnte natürlich bei der Supertruhe landen und dann einfach die Supertruhe nehmen. Das machen ja viele nicht. Und das machen ja viele. Einfach. Oh, es ruckelt, Hass! Es ruckelt! Nicht den Lecktod sterben! Okay, wow. Oh. Ich renn einfach weg, fuck it. Das ist es nicht wert. Oh, cool. Yes. Heal me. Ich bin hier, du Pleb. Haus versteckt, jetzt sag mal ehrlich. Ich hab gerade gedacht, da hinten ist das der blöde Mage, oder? Alle anderen haben schon den Krieg gewonnen. Ich krieg einen Magier, weil ich ihn nicht tot krieg. Dumm, 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 dumm. Ist es ihr Ernst?
The fog sets in. Oh, ich bin der Kim Rage Cage, Alter. Wie oft kann ich diese Frau töten? Wie oft? How much is a fish? Ey. Get trolled and pooped on. Ich hab so die Schnauze voll, ne? Zeig dich! Ich hab so die Schnauze voll, ey. Ich meine, wenn sie mich jetzt gesehen und verfolgt hat. Habe ich natürlich ein Riesenproblem. Wir gucken hier mal im Outer Rim. Im äußeren Bezirk, im äußeren Ring, im Outer Rim. Alles gut. Zumindest für den Moment. Wie kann die mir zweimal entkommen? Dreimal entkommen? Das ist ihr letztes Huhn. Also sie hat gar kein Leben mehr. Nix hat sie mehr. So, wenn er mit Kochen fertig ist, gehe ich einfach gucken, wo der lang rennt. Treffer. Ich war kurz davor, ungehalten zu werden. Oh boy.
Aber ich wurde nicht ungehalten, Grabwächter. Ich war sehr geduldig. Und habe auf meine Beute gewartet. Ich bin ein guter Jäger. Und ein guter Zureiter. Zwölf Leute noch. Ich habe gar keine Ausrüstung, Alter. What? Oh. 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 Hier ist komplett golden. Der andere hat eine goldene Sniper. Die spielen alle den Schurken wegen der Sniper. Krieg den bitte. Wie? Er hat doch gesehen, dass wir kämpfen aus dem Haus raus. Warum kämpft ihr nicht gegen den? Seht ihr, was ich meine? Platin Rang 5, auf geht's. Schade. Die Runde war okay. Der Mage war witzig, weil er einfach gar nichts konnte. Der konnte ja wirklich gar nichts. Der hat nur genervt. Der konnte sich verstecken. Like a pleb. Die unterste aller Kriegerklassen. Die Wegläufer. Die Verstecker. Frauen und Kinder nichts in einem Kampf zu suchen haben. Außer sie sollen mitkämpfen, dann ist es okay. Aber die man nicht unfreiwillig in einen Kampf zieht, das wollte ich sagen. Oh boy. War gut, alles war gut. Ich hatte Spaß, gute Runde. Jetta. Gut, gut. Gold Team 4, ja. Platin Rang 5, cool. Hat Spaß gemacht. Man kann es nicht immer gewinnen. Ich meine, der hat ja komplett goldene Ausrüstung, gute Fähigkeiten auch. Also er hat mich ja nicht alleine durch seinen... Er hat mich ja sehr gut auch mit den Fähigkeiten erwischt. Hat die gut genutzt. Also kein Hate, auf jeden Fall. Ich habe mich nur wieder gefragt, warum der andere so lange braucht, um in den Kampf einzusteigen. Ich meine, er hat einen Sniper und wir kämpfen oben auf einer Bergkuppe. Was braucht er noch? Was braucht er noch, damit er wild losballert? Weil ich meine, das sieht man ja. Man sieht ja jetzt, dass er goldene Sachen trägt. Und warum schießt er nicht auf den, der goldene Klamotten hat, der ihn offensichtlich jetzt auch am Ende auch getötet hat? Der offensichtlich stärkere Charakter ist. Und nicht auf den Pleb, der da rumrennt und so, ja, ich mach irgendwas. Oh, nein! Der Stream-Snipe ist doch da hinten. Egal, dann lande ich mal woanders, Grabwächter. Ist ja auch nicht so schlimm. Können auch woanders sterben.
Wo ist er hin? Ich bin doof. Gut, hat sich halt wegteleportiert in die andere Richtung, war ja clever von ihm. Wir gehen mal weiter looten, wa? Hier landen echt viele in der Mitte des, also hier in diesem, an diesem Ort. Soll man gar nicht meinen. Ich hab vergessen, wie man fährt. Falsche Tasten gedrückt die ganze Zeit. Komm schon. Yes! Tag. Fog sets in. War klar, alles gut. Ich hab's schon gehört, dass er mich erwischt. Alles gut.
kann aber nicht ablassen. Ich höre die kämpfen oder so. Oh. Der wird gleich irgendwann da rausrennen. Ich meine, ich könnte sie selber benutzen, die Schmiede. Boah, das ist mal. Gott! Ja gut, komplett epische Rüstung, epische legendäre Waffe, legendäre Rüstung, legendäre Fähigkeiten. Der konnte die ganze Zeit dauerporten, was war da denn los? Boah, gruselig. Einer noch, Grabwächter. Boah, gruselig. Bin der. Das ist wirklich krass, wenn die Fähigkeiten im Sekundentakt spammen können, das ist übel. Ich wusste gar nicht, was abgeht. Spring, Start. Und dann kommt er mit dem Netz, damit ich langsamer bin. Und dann habe ich verloren. Ist auch okay. Ich hätte gerne dieses Schild gehabt. Dafür hätte ich gerne das Schild gehabt, weil dann kann er mich mit seiner Axt gerne haben. War gut. Gute Game. War gut. Viele, viele, viele erledigt. Mir hat das Kämpfen nach unten gefallen. Also alles in allem eine schöne Sache. Im Duo würde das natürlich immer mehr Spaß machen, deswegen vielleicht habe ich ja mal die Chance mit einem der Mods oder vielleicht nochmal mit Außenstehenden so eine Runde Dream Royale zu machen. Ich meine, es kostet nichts, kommt schon, Leute. Das ist, man kann sich das mal wirklich angucken und einfach mal Spaß haben. Ist doch egal, ob man gewinnt oder verliert, mir zumindest. Ich meine, ich würde natürlich lieber gewinnen, weil gewinnen ist lustig. Weil man dann eventuell entweder wegläuft viel und sich versteckt und einen Survival-Guy spielt oder tatsächlich mal was reißt und coole Runden bekommt und mal coole Kills kriegt und so. Da waren jetzt auch ein paar gute Kills bei, also ich bin allem an allem sehr zufrieden mit dem Abend. Platin 5 Rang, irgendwas muss das ja bedeuten, Chat. Irgendwas muss das ja bedeuten. Und ich habe immer so 2-3 Kills, wenn es eine normale Runde ist. Würde ich schon sagen, dass ich so auf Konfrontation nicht aus dem Weg gehe. Und diese auch, ich habe zumindest eine 50-50 Chance. Das ist schon mal viel wert, weil ich mal auf einem anderen Stand war und ich davon träumen konnte, überhaupt mal einen Gegner zu erledigen. Und 50-50 ist okay. Und wir haben lange gekämpft gegen den Krieger gerade, obwohl der so heftige Items hatte. Oder nicht. War schon okay. Konnte man sich zumindest angucken. Und der Kampf war spannend, wie viel Schaden ich jetzt gemacht habe. Am Anfang habe ich auch relativ viel Schaden gemacht, das gebe ich zu. Und dann wurde ich liederlich und habe den Baum nicht zu meiner vernünftigen Verteidigung benutzt. Game Sound? Okay. Gott, eine Armbrust.
What up? What up? Einer noch, glaube ich, wie ich gesagt habe, oder? Völlig, völlig dran vorbei. Ich bin überfragt, Chat. Smart können wir nächstes Mal auch wieder machen, das stimmt. In einer gemütlichen 3- oder 4er Runde oder 5er Runde. Nein, ist nett. Wenn das wirklich gemütlich ist, so wie letztes Mal, einfach nur quatschen und immer gewinnen. Was war denn da los? Wobei immer gewinnen ja auch witzig ist, aber das war so ein merkwürdiger Beigeschmack und ein merkwürdiger Nebeneffekt. Weil eigentlich, eigentlich haben wir nur gequatscht und das Spiel lief nur nebenbei und wir haben einfach offensichtlich Glück gehabt mit unseren Gegnern, weil wir hatten richtig gute Runden. Zumindest von unserer Seite her. Ja, das ist schon witzig. Das hier ist aber auch witzig. Ihr seid alle so, Rim-Royal-Spiele. Wenn ich was für ein Rim haben will, dann hole ich, dann bezahle ich eine Frau dafür. In gewissen Gegenden, wo sie meistens keine andere Farbe haben, außer rote Lampen. Oder ein Mann, du kannst auch einen Mann in der bezahlen, aber ich meine, ihr wisst, was ich meine. Das ist der einzige Rim, den ich will. Ja, ich kenne euch. Ich weiß, was ihr so denkt. Ich kenne euch. Jeden einzelnen von euch. Damals. Damals! Keiner noch. Nein! Server ist down. Weil ich zu gut war. Ich hasse mein Leben.